Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt und zwar mit dem Spiel My Gaming Club. Also vielen herzlichen Dank auch für den Hinweis auf dieses Spiel, weil das habe ich nämlich überhaupt nicht auf der Platte gehabt. Und das habe ich mir dann direkt geholt, 30% Nachlass gerade aktuell im Early Access, also kostet unter 10 Euro. Und ich bin schon sehr gespannt. Also der Trailer hat mir sehr gefallen, der ging allerdings über 4 Minuten und den habe ich jetzt mal nicht mit aufgenommen. Und ich freue mich aufs Spiel. Also ich bin jetzt auch immer gespannt, wie das Ganze läuft. Das erinnert mich ein bisschen an das Internetcafé, was ich da schon mal gemacht habe. Mal gucken, ob es genauso schlecht wird oder ob es besser ist. Deswegen, wir machen einfach mal ein neues Game. Education, okay, create. Genau, ist also noch immer am... Oh, turn on swapping mode, only for large items with a key. Okay, take the table. Alles klar. Mit X muss ich den nehmen, oder was? Nee, wie nehme ich den? Mit F? Mit E? Mit, Ich kann das quasi so... Alles klar. Okay. To play the item, press the key F. Change mode. Disable swapping. Rotate left, right. Tap. Okay. Put the table any convenient place. Wo? Wie? X? Muss ich da noch mit... länger draufhalten? Was muss ich machen? Rotate left, rotate right, cancel mit F. Ich kann den irgendwie nicht platzieren, das fängt ja schon gut an. Das fängt ja schon super an. So, ja, take. Und dann einfach F oder wie? Ne, ich kann den irgendwie nicht platzieren. Okay, gucken wir mal in die Settings rein. Put. Run. Interact. Ist mit R. Okay. Rotate left. Throw. Ne. Ich kann hier nichts machen irgendwie. Cancel F. Disable Snapping. Ja, das fängt ja schon super an. kann ich mit Escape einfach raus? Nee, das geht nicht. Das ist Jump. Das ist Run. Ah, meine Güte. Ich muss komplett nach unten gucken, dass ich den überhaupt... ernsthaft jetzt? change mode. Das ist ja, das fängt ja schon echt lustig an. Ich weiß nicht, wie ich da drauf einen Computer putten soll. Ich kann den auch so nicht nehmen. Ich muss tatsächlich auf X drücken, dass ich dann erst einmal meine Hand habe. Und ich soll den ja irgendwo hinstellen können, ne? Hallo? Was ist das? Das ist auch komisch, wenn ich dann auf F drücke, dann habe ich den Change Mode. Wenn ich nochmal F drücke, dann habe ich das. Ganz komisch. Okay. Naja, gut. Tu den Computer auf den Table. Schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Was ist das da? Ah, das ist quasi so ein Hinweisschild. Okay, es erinnert mich jetzt wirklich schon an den Internet-Simulator. Oh, meine Güte. X nochmal. Nee. X nochmal. F. Auf F kann ich das irgendwie ändern. Ich weiß es nicht. So. Okay. Das Keyboard. Take.
Ich muss F drücken, dass ich die Tastatur überhaupt erstmal sehe. Okay, es fängt schon sehr nice an. Also ich bin mal gespannt, ob ich die Steuerung wirklich hinbekomme. So, einmal die Maus. So, put the PC under the table. Machen wir. Müssen wir das doch mal nehmen, ne? Take off. Oh. Wie kriege ich es wieder dran? Oh, meine Güte. Take? Okay, ich habe den jetzt halt irgendwie aufgemacht, aber ich habe keine Ahnung wie. Take off? Ich kann die Batterie auch rausnehmen, will ich aber nicht. Nee, ich will das nicht taken. Ich mag das bitte hinputten. Aber das ist ja jetzt nicht dran, oder? Oh weh. Oh weh. Okay. Wie kriege ich dann Desktop bitte wieder dran? Change Mode. Change Mode, Rotate Right, Cancel F, Disable Snapping. Nein, ich möchte, kann ich auch irgendwie... Oh Mann. Das ist im Computer drin. Okay. Das wird lustig. Okay. Take. Und dann kann ich ihn nicht einfach hin, sondern einmal F bitte. Den Stuhl hin. Okay, turn on the computer. Mit Steuerung kann ich hinzoomen. Okay, und wie push ich da? Muss ich da wieder Change Mode machen? Ne? F vielleicht? Jetzt ernsthaft. F. Turn on. R. Jetzt. Okay, Errungenschaft freigeschaltet. My first PC. Naja, oh Gott. Put the RAM to the motherboard. Okay, den muss ich jetzt halt aufmachen quasi. Take off. Aber das wundert mich dann eben. Jetzt habe ich das weggenommen, aber ich muss es doch dann auch irgendwie wieder hinmachen. Okay, stellen wir das halt einmal weg. So, put the RAM on the motherboard. Take it. Wie, wo, was? Ach so, das RAM. Okay, Moment. Kann ich das auch noch nehmen, zusätzlich? Okay, das kann ich auch nehmen. Put the RAM on the motherboard, but... Ach so, wollte gerade sagen, da ist doch gar kein Motherboard drin. Das liegt ja hier. Insert. Yes. Noch irgendwas? We're insert. Ah. Good. We're take. Insert. Oh, man muss da aber wirklich sehr genau sein, ey. Okay. Take a screwdriver, also den Schraubenzieher oder Schraubendreher, wie auch immer. Point at the collar. Cooler. At the cooler soll ich es pointen. Okay. Attach. Screw the cooler to the motherboard. Reset? Nee. Take. Ah, jetzt. Take. Den Cooler auf das Motherboard. Jetzt muss ich bloß wahrscheinlich die Stelle wieder finden, ne? Screw the cooler to the motherboard. Ja. Ist schön.
Weir? Was passiert, wenn ich Weir drück? Ui! Na, das geht ja gut los, ey. Take. Insert. Und wenn ich Take Off mache? Ah, und dann, okay. Insert. Wenn ich Take Off dann nochmal drücke, dann ist okay. Take Weir. F. Okay, den muss ich dann so platzieren. Okay. Oh Mann. Leute, das ist ja übelst. Reset. So, take. Dann muss ich F drücken, dass ich den platzieren kann. So. Dann change mode. Take, attach. Kann es sein, dass ich da hinzoomen muss? Da wird es mir ganz übel. Warte mal. Reset. Take. Probieren wir es nochmal. Warum wird es jetzt dunkel, bitte? Wir sind hier im Tutorial. Da brauche ich es nicht, wenn es dunkel ist. Also, F. Zoomen kann ich nicht. Aber das müsste doch da passen. Screw the cooler to the motherboard. Change mode. Take. Na super, jetzt kann ich den wieder hinlegen, aber... Attach? Nein, will ich nicht. Ich kann hier nur attachen und taken und irgendwas. Aber nichts anderes. Weir. Jetzt habe ich das wieder weggenommen, ne? Alter. Lass halt das Ding einfach mal da drauf. So. Ich darf nicht die linke Maustaste drücken, weil sonst nehme ich es wieder weg. Ich darf auch nicht R drücken, weil sonst nehme ich es in die Hand. So, was soll ich dann bitte drücken? Okay, wenn ich Q drücke, dann schmeiße ich das hin. So. Wenn ich Change Mode mache. Oh Mann. Warte mal, was kann ich denn da machen? Taken? Aber das kommt ja dann da rein, oder? Normalerweise. F. F nochmal. Oh Mann, keine Ahnung. Ui. Okay, take. F. Hinplatzieren. Aber warum? Das ist ein Tutorial. Ich verstehe nicht, warum das Ganze dunkel ist hier. Und das, was mich immer noch wundert, ist, warum kann ich nicht... Jetzt habe ich das Motherboard. Nee, lass es einfach liegen. Hallo? Oh Mann. F. Okay, Rechtsklick. Take. Einfach hier. Jetzt habe ich das Ding wieder weggenommen, ne? Also, Insert. Dann machen wir einmal F, dass wir das hier drauf platzieren können. Aber das ist jetzt total krumm. Warte mal, take das nochmal. F. Das verstehe, wer will, oder? Okay.
Das ist jetzt halt wirklich ganz übel. Vor allem, ich weiß nicht, es steht hier Change Mode. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Es kann doch echt nicht sein, oder? Take. Dieses Spiel ist nicht spielbar. F. Das Spiel ist nicht machbar irgendwie. Hallo, ich würde den da gern. Okay. Take it. Und F. Place it. So, dann take it mit F, place it. So, allerdings disable snapping off. Okay, ich kann das jetzt zu dem Grunde auch free rumschieben. Und es muss hier irgendwie drüber. So, take, wear. Oh, okay, Moment. Take, und jetzt probieren wir das nochmal. Nein, nicht attach, jetzt will ich ja wearen. Nein. Oh, Leute. Ich habe sowas Schlimmes noch nie gehabt. Ich habe mich jetzt halt irgendwie drauf gefreut, dass das hier funktioniert, aber take R X change mode attach. Ich will das aber nicht attachen, weil das Blöde ist ja, dass ich es dann frei hab. Reset. Exchange Mode. Das ist nicht wahr, ne? Screw the cooler to the motherboard. Wie bitte? Muss ich das Ding umdrehen? Disable snapping, rotate left. Boah. Take, F, place. So, und jetzt, wie bitte? Wie soll ich's machen? GTR, mit R nehme ich's ja wieder. Kann das Take offen? Ich bin jetzt halt wirklich total überfragt. Der Kühler muss auf jeden Fall hier drauf, auf das Ding. Warum muss es dahin? Ich kann das rein theoretisch auch hierhin platzieren. Wobei, was soll denn das für einen Sinn haben, wenn ja hier das RAM ist? Sorry, lieber Entwickler, das ist eine Katastrophe, weil es einfach nicht klar ist, was man hier machen muss. Ich kann dann auch das Ding hier nicht nehmen. X, take. Ja, wenn ich jetzt halt R drücke, dann, ne, ist klar. Vor allem, ich habe doch den Screwdriver hier in der Hand. Wenn ich Rechtsklick mache, passiert nichts. Ich muss nochmal auf die Settings gucken, das kann doch nicht sein. Return to drive the car. P for piss. Tab is binding. Change mode. Interact is R.
Aber R ist Taken. Ich weiß auch nicht, was ich hier für einen Mode ändere. Ich weiß es nicht. Muss ich das jetzt? Nee, aber dann nehme ich es ja wieder in die Hand. Also das ist etwas, was total kompliziert ist. Und da muss ich sagen, da muss ich jetzt halt auch das Werkzeug werfen. Absolut, weil das ist mir ein bisschen zu übel gerade, weil das mir sagt das gar nichts, was ich irgendwie machen soll. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu doof dafür bin. In dem Moment, wo ich Change Mode drücke, verschwindet alles. Dann kann ich das taken und wir. Ich weiß nicht. Ich kann hier nichts machen. Vor allem, es zeigt mir doch da irgendwie einen Lötkolben an. Ich weiß es nicht. Take off. Ja, ich kann das wegnehmen. Dann kann ich es dahin legen. Muss ich das vielleicht doch drehen? Aber ich weiß nicht, was hier passiert mit dem Weir. Take off. Ja, und dann habe ich das Insert. Drin ist es. Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich es wieder attached. Leute, ich habe echt keinen Plan. Ich habe keinen Plan, was ich hier machen muss. Ja, das kann ich hinmachen. Ich kann es auch wieder wegnehmen. Dann kann ich es taken und kann es mit F dann hier drauf schmeißen. So. Und mit Attach kann ich es ja quasi wieder nehmen. So, mit X change ich irgendeinen Mode, aber ich habe keine Ahnung, was für einen. Okay, ich muss aufgeben. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, was ich da machen soll. Dass ich die Sachen hier auf den Tisch lege, ja, schön und gut. Wahrscheinlich kann ich auch dieses Ding hier irgendwie reinbauen in den Rechner. Ich weiß es nicht. Da haben die Festplatte. Und schon habe ich den Tisch wieder in der Hand. Nein, weg damit. Ehrlich, nein. Generell keine Kaufempfehlung, jetzt aktuell. Solange die Steuerung so bescheiden ist, muss ich sagen, nee, werfe ich das Handtuch. Vor allem, es nervt mich jetzt ja schon, dass im Tutorial das Licht aus ist. Das muss echt nicht sein. Ich warte mal ab, ob sich da noch was tut mit dem Spiel, weil, wie gesagt, das ist im Early Access. Aber aktuell würde ich sagen, wenn jemand irgendwie Interesse hat an dem Spiel, aktuell, wie gesagt, 30% Nachlass. Ich denke mal, das wird es auch wieder irgendwann im Angebot geben. Aber ich würde es aktuell einfach die Finger davon lassen. Alles klar. Wenn euch der Part trotzdem gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Vielleicht habt ihr auch einen Tipp für mich, wie ich das hinbekomme. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.